Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Heute ist der Michael und meine Wenigkeit die einzigen Geisterjäger, da Lasse im Umzug ist. So, eine Kopfkamera nehme ich schon mal mit. So, mal gucken, was wir heute Feines haben. Das war das Craften Farmhaus, wo wir hin sind. Unsere Aufgaben sind, entdecken Sie, um welchen Art von Geist es sich handelt, wie immer. Finden Sie Beweise übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader. Also EMF-Reader auf jeden Fall mitnehme. Bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Also Kerzen müssen wir auch ausblasen lassen. Reinigen Sie den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Hoffentlich haben Sie das gefixt. Ich habe für Sie einige weitere Ursachen durchgeführt. Sie aus wäre der Name des Geistes Stephen Brown. Der ist schon los. Er hört mich schon gar nicht mehr. Nehme ich ein Buch mit. Starke Taschenlampe nehme ich mit. Hast du EMF-Reader dabei? Als du was sagst, höre ich dich nicht. Ja, ich hab was dabei. Gut. Mal Taschenlampe an. Low, Forest, low! Bist du hier? Ja, das ist doch nicht die starke Taschenlampe. Struffschick oder was? Oh, da nicht die starke Taschenlampe. Das ist die starke Taschenlampe. Geht doch. Bist du schon hoch oder unten? Ich bin oben. Gut, dann fange ich unten an. Bist du hier? Upstairs. Wie upstairs? Alter, das Radio macht so Geräusche. Okay. Nicht immer im Haus drin. Ich kennt hundertprozentig, ich wette, der hat schon Woche mit dem scheiß Featureport rumgespielt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Kaum. Ja, natürlich hat er mit dem Reacherboard rumgespielt. Aber ich nämlich nicht zu wundere, dass der so aggro ist. Oh. Aber ich mich echt nicht zu wundere. Yo. Ey, noch nichts gemacht, einfach hingegangen und schon genietet wird. Der Hammer, das kann Benji sein, das kann alles Mögliche jetzt sein. Oh, kacke, sowas. Stimmt schon für Rüb. Natürlich hat er schon Pille gefressen. Vielleicht gibt es wenigstens ein paar Orbs, dass ich was sehe.
Gut, stelle es um. Ist doch sowas von Kacke, sowas. Euer Ausschlag. Wünschst du noch was? Klicke? Nee, ich darf gar nichts mehr. Das kann doch so, so viel sein. Guck mal, wie schön die Bäume einfach klingen. Ja. Schön. Warum spielt der Ach mit dem V-Chapter drum? Geisterops? Nein, keine Geisterops. Verdammt. Sieht nicht so gut aus. UV. Ich habe das Buch. Jo. Sag doch zu mir upstairs. Und der Kerl. Ah, schon Steps gehört. Okay. Sehr dann. Okay, hier liegt immer Buch in der Luft. Nicht schlecht. Da bin ich ins Buch hingeschrieben. Ja, Buch haben wir schon. Okay. Journal. Da ist der Buch. EMF3. Geisterbuch haben wir schon mal. Was könnte es denn dann schon mal sein? Was werden damit ausgegrenzt? Död, Revenant, Shade, Dämon, Yurai, Oni, Yokai, Hund. Also, ja, es kann doch alles Sinn verstehen. Ich kann nichts wechseln. Der läuft schon wieder rein. Heißt. Ja, was soll ich da sagen? Ich wäre ja eigentlich noch da. Aber er hatte mit dem Vita-Board spielen müssen. Normalerweise müsste doch klar auffangen.
schwebt mein Buch? Hier, entweder ist er hier oder oben drüber, aber ich denke, dass er hier irgendwo. Gib mir ein Zeichen. F-Krieger. Gefriertemperatur, okay. Ja, gehe ich auch davon aus. Demon. Hast du Demon eingetragen? Okay, gut, heißt Julia. Ja. $10 Grid. Wow. Du hast aber lange überlebt. Ja. Wenn du nicht mit dem Witcher-Brett gespielt hättest, hätte ich wahrscheinlich länger überlebt. Ich hab sogar gesagt, upstairs und du so, was? Ich wollte dann, weißt du, weil du gesagt hast, upstairs, oben, obere Treppe. Da bin ich runtergegangen, auf einmal ist er vor mir aufgetaucht und hat mich geholt. Naja. Gleich die nächste Runde. Mal gucken, ob es jetzt besser für mich läuft. Hast du alles reingeschmissen, was du wolltest? Warte. Ich hab aber auch euren Glück. Ich suche noch einen Job aus. Prison, Tanglewood Street, Princeton High School, Willow Street Home. Profi. Ich bin bereit, ich bin soweit. So, gut, wird so genug sein. Böse. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt haben. Also, Geistbereich herausfinde. Die Mitglied muss Zeuge eines Geister-Events werden. Bereich mit Räucherstäbchen wieder und Kruzifix. Und der Gute heißt Mark Clark. Ich mag Clark. Buch? Also was nimmst du mit? AMF und Geisterboss. Gut, dann nehme ich ein Buch mit. Und eine Kamera mit Stativ. Sekunde. Abne. Ich stell schon mal die Kamera in de, ins Wohnzimmer ganz vorne hin. Und sein Zeichen. Bist du in den Keller gegangen? Ja, ich bin im Keller. Gib uns ein Zeichen. Oh, Bunny. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hallo? Ja, okay. Hast du ein Bild gemacht? Nö. Ich befrage mal das Ouija-Board. Ich will das auch mal jetzt versuchen. Wo bist du? Irgendwas geöffnet oder geschlossen hat der Geist. Kitchen.
Er ist in der Küche. Weil VJ-Bot hat's gesagt, Schuld schon mal Cam und alles. VJ-Bot meinte Kitchen. So. Was brauche ich? Kruzifix haben wir überhaupt eins dabei? Ja, eins. Ja, reicht doch. Hast du Fotoapparat dabei gehabt unten? Für die Knorre? Nee, nee. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal runter und fotografiere die Knorre. Oder hast du den jetzt aufgesammelt? Puh, der ist eben vor mir aufgetaucht. Ja. Fünf. Oder? F4. Hat er gesagt, liegt der Knorre? Da. Gut, ich habe die Knorre fotografiert. Gott. Bin ich genau in der Cam drin, ne? Ich guck mal nach Orbs. Ich lasse die Kamera hier auf dem Teppich liegen. Jetzt misst eigentlich, dass mit dem Event abgehakt sind. Jo, Event ist abgehakt, nur noch Kruzifix und Räuserstäbe. Geisterorbs. Was hast du noch für Dinge? Was für Dinge? Also ich habe bis jetzt nur Geisterorbs gefunden. Und Gefriertemperatur. Ah, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ist sogar voll drin gestanden. Gefriertemperatur, also Phantom, Mare oder Yurei. Gut, ins Buch hat er nicht geschrieben, ich nehme die Geisterbox mit. Versuchen wir es noch einmal, versuchen wir es noch einmal. Bist du hier? Bist du hier? Ah ja, jetzt sehe ich auch drauf. Gib mir ein Zeichen. In das Buch. Gib uns ein Zeichen. Ich hab's Kruzifix mal geworfen. Schreib in das Buch. Hast du es eben F in der Hand? Gib mir ein Zeichen. Rede mit mir. Da steht schon eine Geisterbox.
Gib mir ein Zeichen. Vielleicht reagiert er nur auf allein. Was fehlt jetzt noch für die Sache? Geisterbox, EMF und was war das andere? Geisterbox, Buch oder EMF? Genau. Buch, Box oder EMF? Hm. Oh, er hat's Kruzifix auch geknabbert. Na, guck mal. Guck mal, das Zeichen. Schreib mir das Buch. Ich hol schon mal Räucherstäbchen, mach das schon mal dann. Und tschüss. Ich nehme Sanity Pille. Oh, sieht da aus. Einmal Feuerzeug. Einmal Räucherstäbchen. Michael, noch alles gut? Michael, lebst du noch? Der ist Kruzifix, dann noch nicht. Wirre hier gerissen oder was? Michael, lebst du noch? Ah, das nenne ich mal klares Nein, er lebt nimmer. Er ist nicht gepackt. Okay, warum liegt das Zombie hier? Keine Ahnung. Oh, ich habe nur noch 12. So, der EMF wieder. Ops haben wir, aber wir kamen nicht auf die. Haben wir eigentlich alle. Ja, wir müssen noch Geist bestätigen, genau. Box oder EMF 5? Obwohl ich sagen muss, ich tippe auf EMF 5. Gucken wir nochmal. Bildschirm von Michael. Zack. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Blub, 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 blub. Bist du hier? Ich weiß, dass der in der Küche ist, aber wo, was? Weshalb, warum? Gib mir ein Zeichen. Schreib in das Buch. Kruzifix hat auch schon fast komplett weggemampft. Gib mir ein Zeichen.
Also, ich gucke jetzt nochmal ins Buch. Ins Buch hat er nicht geschrieben. In die Geisterbox hat er auch nichts gesagt. Also gehe ich davon aus mit EMF5. So, Journey. EMF5 ist dann an Phantom. Michael, ich tippe jetzt einfach mal Phantom in. Weil er sagt weder was auf der Box, noch schreibt er ins Buch. Okay, er wirft schon mit Gegenständen rum. Werf bitte nochmal die Tasse, wenn du Phantom mit einverstanden bist. Gut. Dann geht's los. Und wir haben ein Phantom. Ein bisschen. Wollte der Demon nicht weiter drin bleiben? War doch drin geblieben. War mir klar, dass. Ja, du hast auch den letzten Hinweis gefunden, mein Lieber. Ja, aber doch. War mir klar, dass es ein Phantom ist. Es musste Phantom sein, weil er schreibt nicht ins Buch hin und die Geisterbox funktioniert auch nicht. Also bleibt dann bloß EMF 4-5 übrig. Und die ganze Zeit, wo die Jagd war, ist er auf 4 und Emmo, glaube ich, kurz auf 5 gewesen. Ja, bei der Jagd ändert sich das ja random. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten fürs Zusehen. Checkt bitte die Links aus. Schaut auch bei Sci-Fi for Charity vorbei. Die freuen sich über jede Spende. Haut rein, genießt den Tag und...